Servus und herzlich willkommen zu meinem Lernfilm über den Klimawandel in Europa. Kommen wir zum Ablauf. Zuerst schauen wir uns die Ursache an, danach die Auswirkung, die Expertenmeinung und zu guter Letzt die Zukunft und das Fazit. Kommen wir zur Ursache. Schuld an der globalen Erwärmung ist der vom Menschen verstärkte Treibhauseffekt. Dabei wird CO2 ausgestoßen. Das größte Problem ist die Verbrennung fossiler Energieträger, also Kohle, Erdöl und Erdgas. Aber auch Autos mit Diesel- oder Benzinmotoren tragen dazu viel bei. Doch Kühe, die Methan ausstoßen, sind auch ein Problem. Mittlerweile gibt es mehr als 1 Milliarde Kühe weltweit. Kommen wir zur Auswirkung. Durch den Klimawandel steigen vor allem die Wintertemperaturen schneller. Im Jahre 2019-20 waren es bereits 2 Grad wärmer als die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der wärmste Winter in Europa war 2019-20. Mit 3,4 Grad überdurchschnittlich gemessenen Temperaturen aus 1981 bis 2010. Doch wegen dem Klimawandel steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch der Meeresspiegel und die Niederschlagsmenge. Außerdem steigt die Chance auf Hitzewellen dramatisch. Zum Beispiel die Hitzewelle, die in Europa im Jahre 2003 35.000 Menschenleben forderte und dabei wirtschaftliche Schäden von 14 Milliarden Euro verursacht hatte. Als nächstes die Expertenmeinung. Experten gehen schwerstens davon aus, dass Europa 2050 größtenteils klimaneutral sein wird und damit auch als erster Kontinent. Als letztes die Zukunft. Wären die Treibhausgasemissionen nicht verringert, ist eine Erwärmung um 0,2 Grad pro Dekade für die nächsten 30 Jahre sehr wahrscheinlich. Selbst bei einer Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen bis 2100 wird sich das Klima über das 21. Jahrhundert hinaus ändern. So, was kann man jetzt aus diesem Video mitnehmen? Der Klimawandel ist durch die Menschheit doppelt so schnell geworden. Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen schneller, die Niederschlagsmenge nimmt zu und der Wasserspiegel steigt höher. Schuld an der globalen Erwärmung ist der vom Menschen verstärkte Treibhauseffekt. Das war's mit dem Lernfilm. Bye, bis zum nächsten Mal.